Ich heiße nicht nur Captain Dax, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mad Eagle Dynasty. Hier auch im Sturmtief, gerade wie in Deutschland auch. Einer gibt mir dieses Sturmtief auf den Sack. Egal. Ich bin heute ein bisschen angeschlagen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich bin ein bisschen erkältet und müde und weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ich habe auf jeden Fall immer noch Bock, dieses Spiel zu spielen. Aber falls die Tage dann irgendwie mal ein Tag dazwischen ist oder zwei Tage, wo kein Video kommt, verzeiht es mir bitte. Ich versuche hier alles, um ein bisschen vorzuarbeiten. Ich würde sagen, und damit, let's go. So, wir haben drei Probleme haben wir. Ich guck mal ganz kurz in die Gewinnung rein. Der Grabungsschuppen hat kein Werkzeug mehr. Ja, und Feldschuppenscheune haben auch kein Material mehr. Das sind eigentlich unsere ganzen Probleme. Okay, also Hacken, da können wir auf jeden Fall nach... Nee, Hacken nicht, sondern Schaufeln. Schaufeln, da können wir auf jeden Fall nacharbeiten. Beim Grabungsschuppen. Nehmen wir mal die Holzstämme raus. Und dann Schaufeln. Stellen wir 5 her. Das wird eine Weile reichen. Okay, gut. Also bei mir im Dorf ist gerade Feierabend. Man sieht das. Alles trifft sich. Ja, nice. Okay, ist jetzt die Frage, was machen wir als nächstes? Wir haben jetzt 12 Bevölkerung. 12 Bevölkerung, 9 Arbeiter. Holzbedarf ist okay, Wasserbedarf ist okay, Nahrungsbedarf ist okay. Wir haben 1110 Reputation. Entwicklungsstufe haben wir bei den Weiler schon erreicht. Ah, okay, cool, cool. Ja. Wie viele Häuser haben wir jetzt? Haben wir jetzt noch ein Haus? Ein Haus müssten wir haben, in dem einfach noch niemand lebt. Ja. Da oben. Das aus Stein. Also können wir uns noch 2 Leute beschaffen. Ja, okay. Ich glaube, einer im zweiten Holzfällerlager wäre ganz gut. Ich gehe nochmal rüber, bevor wir jetzt die Jahreszeit wechseln. Zum Flussdorf, zum Seedorf, wie auch immer. Und, Alter, hier liegt einfach ein Pferd. Hier liegt einfach ein Pferd. Und hier sind 2 Kupferspeere. Und eine Kupferaxt. Ja, liegt lol. 7%. Naja, das ist jetzt nicht so toll. Giftete Eisenpfeil. Also hier gab es auf jeden Fall Krieg. Und den Hengst können wir ernten. Schön Pferdefleisch. Können wir Lasagne draus machen. In der Truhe ist leider nichts drin. Das haben sich natürlich die Räuber besorgt, was da drin war. Hier vorne ist ein Lager. Alter, was ist denn hier für Loot? Schon wieder. Eisenpfeil. Brennholz. Nice. Ja, eigentlich nur ein paar Eisenpfeile und ein bisschen Brennholz. Also nichts der Rede wert, ja. Ja, Mist, 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 Mist. Jäger, warte, der hat 3. Der hat 2. Ich muss jetzt gucken und so ein bisschen schieben hier, weil es ist niemand dabei, der wirklich Gewinnung 3 hat. Wisst ihr, was ich meine? Außer sie Landwirtin. Hm. Ja, können wir vielleicht die Landwirtin ersetzen? Mit einem von euch? Nee, ihr habt alle 3 1 in Landwirtschaft. Aber die Jägerin hat 3 in Landwirtschaft. Und wir hatten jetzt hier dabei jemanden, der hatte eine 3 in Jagen, ne? Du hier, Milan. 1200 Reputation erforderlich. Digga. Aber ich mach das trotzdem mal, warte mal. Wir werden jetzt erstmal... Holzschuppen 1. Arbeiter. Da stecken wir Ed Burger rein. So, dann haben wir den Feldschuppen. Fehlt jetzt ein Arbeiter. Da stecken wir den zweiten Jäger rein.
Und zwar Niederlig. Rabuckschuppen hat immer noch kein Werkzeug. Warum? Was brauchen die denn? Die haben noch eine Schaufel. Oder habe ich die noch nicht da reingeworfen? Habe ich die noch im Inventar? Ach, ich bin ein Idiot. Ich habe die noch im Inventar. Egal. Ich brauche mehr Reputation. Aber hier vorne gibt es wieder eine Quest. Vielleicht ist sie leicht zu erledigen. Ja, ich habe schlechte Erfahrungen mit Quests in diesem Dorf, aber egal. Oh, he's here again. 36 ist die junge Frau. Wie kann ich dir bei etwas helfen? Du siehst nicht wie ein Obstdieb aus. Und vielleicht bin ich deshalb ein besonders guter Obstdieb, Zwinker. Nur ein Scherz. Wie auch immer, ich werde dich im Auge behalten. Zu viele Äpfel sind spurlos verschwunden, aber ich habe schon meine Hauptverdächtigen. Hast du die? Ja, ich habe Dobrochna, bla bla bla. Alter, die Namen kann kein Schwein aussprechen. Ihre Mutterinstinkte steigen bei ihrem Verstand. Siegen bei ihrem Verstand. Hast du dafür irgendwelche Beweise? Noch nicht, aber Kinder und Männer, die eigentlich auch nichts anderes als übergroße Kinder sind, sind meist die Ursache allen Übels. Warte, vielleicht könntest du bla 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 befragen. Ich bin mir nicht sicher, ob sie mir etwas verraten wird, was sie dir noch nicht verraten hat, aber ich kann es versuchen. Was ist mit ihr? Hexe! Verbrennt sie! Guckt euch das an, da fehlt nur noch ein Besen. Ja, die muss verbrannt werden, hallo? Schubst sie gleich ins Feuer. Los, ab ins Feuer mit dir, Hexe. Geh rein. Die kann mir sogar Sachen verkaufen. Vielleicht verkauft sie mir irgendeinen Zauber. Da fehlt nur noch ein Besen. Naja. Tja, ich kann doch noch keinen neuen bei mir einstellen. Ich muss erstmal Quests machen. Schade, sehr, sehr schade. Jetzt mit dem Jahreszeitenwechsel machen die mir da auch einen Strich durch die Rechnung. Aber wir müssen einen Jäger suchen beim nächsten Mal. Das haben wir jetzt schon mal bemerkt. Und wir haben, glaube ich, auch genug zu essen, ne? Also, wenn wir jetzt nicht unbedingt Fleisch haben, haben wir aber auf jeden Fall Gemüse da. Und das mehr als genug. Dafür müssen wir jetzt aber auch die doppelte Menge an Holz machen. Ich stelle mal gleich ein, beim Holzschuppen, dass da nur Holzstämme produziert werden. 70,13 am Tag. Okay. Machst du genauso viel? 70,13, ja. Top. So, nächste Jahreszeit. Müsste jetzt Herbst sein, ne? Ja. Schön, schön, schön. Jetzt tue ich mal die Schaufeln da rein, damit der Grabungsschuppen wieder arbeiten kann. Und auch das andere, was ich mir so unterwegs besorgt habe. So, gleich mal an die Felder schauen. Da müsste ja jetzt theoretisch... Ah. Also das ist gut. Hafer, der kann geerntet werden. Aber das hier ist schlecht. Da hat der Dünger gefehlt, ne? Da hat der Dünger gefehlt für eine vernünftige Kohlernte. Aber dass das hier geerntet werden kann, das ist schon gut. So, ich habe jetzt fast 1000 Münzen. 930,5. Ich werde mal in das andere Dorf da gehen und mal schauen, ob es da die Esel gab. Ich habe jetzt Bock, mir einen Esel zu besorgen. Wildschweiner. Drei Stück, Alter. Gibt's doch gar nicht. Ja, komm schon, Wildschwein. Stopp. Puh, das war knapp. Ach, ich habe wieder kein Messer. Sticks and Stones. Ich glaube, ja genau. Die Schweine haben hier was bewacht. Und zwar eine Eisenaxt. Sehr gut. Oh, lol.
Ein Roggenbier und ein Roggenbrot. Und Holzstämme. Nehmen wir natürlich alles mit. Können wir alles gebrauchen? Jagdgebiet entdeckt, Bär. Nein. Jetzt müssen wir aufpassen. Vorne ist er. Ne, jetzt Wasser. Okay, er schwimmt. Er kann schwimmen. Oh, kein gut. Ah, er schwimmt nicht mal. Er ist einfach im Wasser und läuft ganz normal. Oh, das war natürlich scheiße. Naja, dann werde ich mal die Ressourcen aus den Schweinen hier nochmal verarbeiten. Und nochmal dahin gehen. So, meine lieben Freunde, ich habe es jetzt nochmal geschafft in das Dorf. Und hoffe, hier gibt es Esel. Ich bin mir halt nicht mehr sicher, wo ich Esel gesehen habe. Aber ich glaube hier... Hallo, habt ihr hier Esel vielleicht für mich? Esel? Da hinten, glaube ich? Nope. Ach, hier. Ach, da. Ja, sehr gut. Schön. Dann zeig mal her, die Eselschau. So, Fohlen männlich kostet 450. Eselstute 600. Eselmännchen 600. Ich gehe mal noch ein bisschen was verkaufen. Vielleicht kann ich, wie viel kostet so ein Sattel? 720, Diggi. Okay. Also ich verkaufe erstmal ein bisschen was von meinem Stuff hier. Okay. Doch, das gebratene Fleisch hat jetzt nochmal reingehauen. Vielleicht kann ich mir doch was Besseres leisten hier. Okay, wir haben jetzt 1860. Ich würde jetzt... Ich würde jetzt einen Hengst kaufen und ein weibliches Fohlen. Dann habe ich noch 800 übrig. Dann würde ich mir von den 800 einen Sattel kaufen. Ja. Mehr geht gerade nicht. Mehr geht gerade wirklich nicht. Aber ist okay. Ist okay. Ich gehe zurück. Ja, wir brauchen jetzt natürlich auch wieder einen Landwirt, ne? Warte mal. So, wo ist der Scheunentyp? Scheunenknecht, hier. Mach mal eine neue Aufgabe. Und zwar, geh mal in den Eselstall, bitte. Weil der Scheunenknecht ist gerade wirklich nur Luxus. Also dem seine Arbeit könnten wir auch alleine machen. Das ist gerade wirklich nur Luxus. Aber die Tiere haben trotzdem kein Futter. Kann sein, dass alles, was an Futter ist, bei den Schweinen gerade untergebracht ist. Muss ich mir angucken. Oder wir müssen halt eventuell nochmal Futter kaufen. Muss ich mir wirklich angucken, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Erstmal werden wir hier nochmal ein bisschen looten. Tonkrug. Münzen, easy, Flakon aus Ton, Salz, nochmal Münzen, okay. Und hier sind auch nochmal Münzen drin. Schön. So, zurück im Dorf, erstmal das ganze Zeug hier abladen. Bierflasche kann hier rein, Salz, Stein, Tonflasche, Tonkrug, Trank des schnellen Heilens, 4 Stück. Easy. Bei Tierfutter haben wir jetzt nichts mehr, oder? Nope. Ich guck mir das mal an jetzt mit den Eseln und so. Dann kann ich auch gleich den Sattel anlegen, können wir vielleicht auch eine Runde reiten mit dem. Ferkel sind leider immer noch nicht groß. Schade. Ja, wir müssen dringend Tierfutter kaufen. Das geht sonst hier nicht so weiter. So, satteln. Pop. Oh ja. Das wird so einiges erleichtern. Finde ich schön. Ja, ich gucke jetzt mal, was wir noch im Lager haben, was wir noch verkaufen können. Und dann gehe ich nochmal zum Fluss
Warte mal. Irgendwer hatte doch hier eine Quest für mich. Da hinten. Ich guck mal, was meine Leute jetzt von mir wollen. Vielleicht kann ich da auch schnell Reputation machen. Ach, beim Eselsteig kann ich gar nicht einstellen, dass da Dung draus gemacht wird. Okay. Dann muss ich wahrscheinlich den selber sammeln. Schade. So, Ed Burger, du hast eine Quest. Kann ich dir bei etwas helfen? Solltest du vielleicht einen Kuchen essen oder eine Tarte oder bla bla bla. Okay, das klingt wirklich lecker. Eine Kleinigkeit. Was sollen wir da machen? Lavendelhonig. Einmal. Lavendelhonig. Wo gibt's denn Lavendelhonig? Naja, schauen wir mal. Sollen wir auf jeden Fall ihr bringen? Ah, ich bin doof. Ich hätte eigentlich gleich mit meinem Esel dahin reiten können, ne? Naja. Hallo, was kann ich für dich tun? Geht es um meine Kinder? Nun, also damit hast du nicht Unrecht. Was ist passiert? Bla bla bla, hat den Verdacht, dass sie Äpfel aus ihrer Plantage stehlen. Ich habe ihr schon gesagt, dass sie niemals so viele Äpfel essen würden. Manchmal ist es sogar schwer, sie davon zu überzeugen, überhaupt welche zu essen. So, aber sie soll jetzt erstmal meine Sachen hier kaufen. Kauf mir mein Zeug ab. Danach können wir die Quest weitermachen. So, und sie kann mir auch gleich... die vielleicht Honig? Nicht wirklich, ne? Aber Tierfutter. 20 Tierfutter kaufe ich mal. So. Ich soll 20 Äpfel in den Korb legen? Na dann verkauf mir doch mal gleich mal 20 Äpfel. Okay, in welchen Korb? Da hinten. Ah, okay. Ach, der Korb, den ich schon mal gesehen habe. Ja, ja, ja. So, sprich mit Dingsbums. Okay, spreche ich mal mit ihr. Überprüfe den Korb. Ja, dann machen wir das. Ich muss gleich zurück die Esel füttern. Ist auch schon der erste Tag wieder vom Herbst vorbei. Das ist ja mega nice. Das will ich auch haben. So eine Glocke. Ein Schaf. Ein Schaf ist der Dieb, vielleicht. Okay, Quest fertig. Es war der Schaf. Okay. Und ich habe jetzt wie viel Reputation bekommen? Oh, okay, okay. Sehr viel. Also ich kann mir auf jeden Fall jetzt nochmal jemanden holen. Und ich hoffe, hier ist noch jemand dabei, der gut jagen kann. Kann jemand gut jagen? 2, 2, 2, 2, 2. Alle haben eine 2 in Jagen. Es kann noch nicht Warzenschwein. Aber ich würde sie hier nehmen. Weil sie auch noch einen guten Dings hat. Einen guten Wert in Gewinnung. Ja, dann können wir sie nämlich mit Ed Burger tauschen. Weil Ed Burger kann einfach alles. Alles sehr gut. Deswegen kommt sie jetzt. Ed Burger kommt jetzt in die. Die Jagdhütte als zweiter Jäger. Und die neue kommt erstmal in das einfache Haus, ja. Und dann geht sie in den Holzschuppen. Und du bist dann ihr Mann und kommst mit aufs Feld. Stanimir. Stanimir ist schon 24. Ah, habe ich nicht drauf geachtet. Naja, ist egal. Er geht mit ihr in ein Haus. Und arbeitet im Feldschuppen. Hopp, gleich 2 neue Leute geholt. Jetzt heißt es zurückgehen und die Esel füttern. Mit dem neuen Futter. Oh, der Fuchs hat einen Hasen gekillt. Na dann, da gehe ich doch nicht dran vorbei. Nehme ich mir mal den Hasen. 2 Pelz, 2 Fleisch für umsonst. Top, finde ich gut. Ach, ich habe sogar Apfelbaumsetzlinge bekommen von ihr als Questbelohnung. Aha. Okay. Cool. Ist wirklich nice. So, 20 Tierfutter wieder rein. Und am nächsten Tag sollten dann die Esel gefüttert werden damit. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich jetzt aus dem Eselstall einfach keinen Dung holen kann. Also kann ich ja trotzdem, indem ich einfach hier reingehe und den aufsammle. Aber dass das nicht einer von meinen Leuten machen kann, das verstehe ich halt nicht. Mach gleich mal Dünger aus dem Dung.
damit die Feldschuppen auch Arbeit haben und düngen gehen können. Ich habe ein neues Level in Landwirtschaft. Mal gleich mal rein, ne? Landwirtschaft. So. Landwirtschaftswissen haben wir 3 von 3. Geschickter Landwirt. 25% Chance, zusätzliches Getreide auf Feldern zu ernten. Gewissenhafter Landwirt. 5% langsamer Haltbarkeitsverlust von landwirtschaftlichen Werkzeugen. Dorfpfeife. Ruf dein Reittier. Pfeifen, ruf dein Reittier. Landwirtschaftsmeister. 10% weniger Ausdauerverlust beim landwirtschaftlichen Tätigkeiten. Ich mache mal geschickter Landwirt. Und ich hoffe, dass ich das auch auf meine Dorfbewohner ausübt. 35 Dünger. Ich guck mir gleich nochmal die Felder an. Nee, warte mal, ich gehe erstmal schlafen. Im Tageslicht guckt sich das viel besser. Okay, Haferernte ist durch. Finde ich gut. Kohlernte ist auch durch. Schön. Hier wird auch schon fleißig gedüngt und umgegraben. Hier wurde gesät. Und es wird immer noch gesät. Aber hier ist alles gedüngt. Gut. Also, ja, die sind gut vorangekommen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Läuft bei denen. Guck mal ganz kurz, was brauchen wir jetzt, um Tierfutter herzustellen? Tierfutter brauchen wir Haferkorn und Roggenkorn. Also können wir das Zeug auch schon dreschen. Ist gut. Dann mache ich das. Ich habe jetzt keinen Scheunen Johnny mehr. Jetzt muss ich das ja alles selber machen. Aber ist ja gar kein Problem. 429. Alter, ich habe damals, als ich dieses Spiel zum ersten Mal gespielt habe, habe ich gedrescht. Und dachte mir, Alter, wie lange soll ich hier dreschen? Da kann ich ja. Also, da kann ich ja wirklich. Quatsch. Da kann ich ja wirklich hier, weiß ich nicht, einkaufen gehen oder über Nacht das laufen lassen. Aber jetzt durch diese Einstellung, schnelles Handwerken, guckt euch das an. Zack, fertig. Wir haben einfach 854 Haferkorn. Und eine Menge Stroh. Wir brauchen nie wieder Stroh zu sammeln. Krank. Krank. Das lohnt sich richtig. Finde ich aber auch gut. Wenn jetzt der Roggen irgendwann gewachsen ist und wir den ernten können im Frühjahr, dann machen wir Tierfutter. Das wird super. Das wird super. Dann machen wir richtig viel Tierfutter, dass unsere Tiere, dass wir einfach autark jetzt sind. Und kein Tierfutter mehr brauchen. Das mit dem Dünger ist noch so eine Sache. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Da bin ich noch nicht so zufrieden mit, dass wir das selber machen müssen. Ja. Aber an sich würde ich sagen. Ach so, das ist die mit dem Lavendelhonig, ne? Das machen wir in der nächsten Folge. Ich würde sagen, das war's mal wieder mit dieser Folge Mad Eagle Dynasty. Hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Abo und einen Kommentar. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video in meinem wunderschönen herbstlichen Mittelalterdorf. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, nachdem ihr das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.